spannendes Rätselspiel. Hey, sieh dir das an. Oh, wow. Oh ja, von mir aus kann sowas von losgehen. Oh, das kitzelt, das kitzelt. Und drin. Danke. Okay. Ich bin nagelneu. Seht ihr? Ich bin ganz. Du hast uns vom Rost und vor der Werkzeugkiste gerettet. Danke, May. Du bist eine wahre Heldin. Oh, danke, Hammer. Hey, was ist mit mir? Ha? Ich habe meinen Teil getan. Wo ist meine Lobeshymne? Hast du nicht die Explosion gesehen? Ja, wir müssen immer noch zu Rosie. Ja, natürlich, aber klar. Sebastian, kannst du ihnen helfen? Sie müssen auf die andere Seite. Oh. Wow. Was? Biegsam. Immer rauf mit euch. Ich weiß nicht. Okay, bist du sicher? Na klar, es passiert nichts. Wow, das fühlt sich überhaupt nicht sicher an. Macht euch locker. Keine Sorge, er kann wirklich gut zielen. Sebastian, schieß los. Okay. Oh nein, sie geht. Rosie, warte, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Mama und Papa. Lass nicht die Tür zufallen. Nein. Hilf uns raus, Rosie. Verfluchtes Buch! Du hast uns eingesperrt, du Trottel! Jetzt kommen wir nicht raus! Eingesperrt sein ist ein Gefühl, das im Kopf entsteht. Wenn du nur auf die geschlossene Tür starrst, verpasst du die Tür, die aufentsteht. Schon klar. Nur zur Info, der Schuppen hier hat nur eine Tür. Und ein Fenster. Gut! Mitgedacht! May! Auf zum Fenster! Das Buch ist völlig durchgeknallt, oder? Nur ein bisschen. So, Tony Hawk's Pro Skater. Oh! Sieh dir meine Moves an, May! Ja, sehr cool. Fall aber bloß nicht runter. Oh. Ah, keine Sorge. Ich kann das ziemlich gut. Ich auch. Ich wurde gespratzelt. Ich weiß nicht, wo wir hier am Ende ankommen, aber... Wir müssen uns abstimmen. Alles klar. Nochmal. Abstimmen? Ach, du hast auch. Okay. Toll, wir haben es zum Explodieren gebracht. Okay. Ich sterb jetzt. Ich habe nicht gesehen, dass da auch noch eine rechte ist. Und hüpf! Oh, wow, ich habe meinen Knopf verpasst. Warum ist denn der Knopf hier früher als der andere? Okay. Und jetzt. Wie? Warum hat er... Meine Freundin, die Quicktime-Events. Ups. Lol. Das Fahrrad ist witzig. Okay, nimm das witzige Fahrrad gar nicht so mit. Ich bin eine Runde auf dem einen. Das muss doch gereicht haben, oder nicht? Hm.
Jetzt wird er schnell wieder weitermachen. So ein Sprungdings. Ready? Was isst du schon wieder? Oh, May, sieh mal dein altes Fernglas. Großartig. Suchen wir Rosie. Rosie? Ja, wir müssen sie dringend finden. Oh, ja, ich weiß, dass wir wie Puppen aussehen, aber wir sind in Wirklichkeit ihre Eltern. Ich weiß, wer ihr seid. Meinen feinen Linsen entgeht nichts. Hier, bitte. Wie? Dadurch? Okay, na gut. Dann sehen wir mal. Warte. Ich sehe aus, als wäre ich tot. Bin ich tot? Du bist doch nicht tot. Wie kommst du darauf? Oh nein. Was stimmt denn nicht mit uns? Alles, was ich weiß, ist, dass Rosie mit ihren Puppen da saß und auf einmal seid ihr zwei zum Leben erwacht. Einfach so? Ist dir nichts anderes aufgefallen? Wenn ich drüber nachdenke, war da etwas Ungewöhnliches. Hey, was ist passiert? Sie hat geweint. Ich weiß, normalerweise passt das nicht zu Rosie, aber ich bin mir absolut sicher. Ich konnte nämlich sehen, wie ihre Tränen auf die Puppen tropften. Tränen tropften auf die Puppen? Wie? Oh, na klar. Ich weiß, was passiert ist. Es ist ein Zauber. Ach, das ist doch lächerlich, Cody. Wir müssen logisch denken. May, echt? Wir unterhalten uns gerade mit einem Fernglas, ja? Daran ist gar nichts logisch. Na und? Ich glaube aber nicht an Zauber. Okay. Und hast du geglaubt, dass du in eine Puppe verwandelt werden kannst? Hä? Ganz genau. Es muss an den Tränen liegen. Lass uns mal logisch denken. Ich bin eine Holzpuppe, aber sonst... Genau. Na gut. Nehmen wir an, es ist ein Zauber. Wie brechen wir ihn dann? Das kriege ich hin. Ich habe mit Rosie wirklich alles über diesen Zauberkram gelesen. Ich bin sozusagen selber ein Zauberer, ja? Gib mir einfach einen Moment zum Nachdenken. Okay, also wenn der Zauber durch ihre Tränen in Kraft getreten ist, dann bricht man ihn einfach... Oh, dann bricht man ihn, indem man ihn umkehrt mit ihren Tränen. Boom. Und? Das heißt, wir müssen einfach zu ihr und dann bringen wir sie dazu, dass sie wieder weint. Meinst du? Mhm. Okay. Alles klar. Okay. Wissen Sie, wo wir sie finden können, altes Fernglas? Sie ist in ihrem Zimmer. Aber? Nur zu. Okay, danke. Spring, May. Aber wie kommen wir von hier zu ihrem Zimmer? Na, wir klettern einfach über den Baum. Na klar. Da lang. Was? So weit springst du niemals. Ja, pass gut auf, hm? Verdammt nochmal! Du hast es versucht. Kommt schon rüber! Wirf uns das Seil rüber! Es ist zu weit! Cody, für die wahre Liebe sollte kein Weg zu weit sein! Jetzt sei doch mal still und wirf das Seil rüber! Okay, May, entspann dich! Komm schon, na, ihr wollt das Seil? Komm schon, wollt ihr? Na los, hier! Wow, danke für nix. Alles klar, schwingen wir rüber. Aber, wow, der Baum ist riesig. Keine Sorge, die Seile bringen uns in Windeseile zu Rosie. Wie? Bin rübergekommen. Das war schon mal ein guter Start. Oh, Ameisis. Warum?
Rosie sollte doch ihre Schuhe nicht hier hochwerfen. Oh. Nenn mich Spider-Man. Ich erzählte ihr, dass ich es als Kind gemacht habe. Also bist du dafür verantwortlich? Die sind ihr eh zu klein. An den werfen, ich weiß noch nicht wohin. Los geht's! Hey? Und jetzt? Los geht's. Jetzt fliegt der. Keiner weiß wohin. Ist irgendwo nach unten geflogen. Hast du Rosie ein Baumhaus gebaut? Nein. Warum fragst du? Da sind Fenster. Oh. Wie kommt die denn dahin? Aha. Ja, wie kommt die denn dahin? Von der Ameisen. Und den Marienkäfers. Hey, da ist unsere Schaukel. Endlich hat das Ding einen Nutzen. Ab auf die andere Seite. Hier ist noch ein Flieger. Meist jetzt alle einfach mal runter. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich sehe immer noch keinen Weg in Rosies Zimmer. Klettern wir höher rauf. Komisch, aber nützlich. Gottes Willen. Ich bin immer noch bei der Schaukel. Oh nein. Ups. Boing, 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 boing. Oh. Oh nee. Bin ich wieder bei der Schaukel. Ist das unser Topfdeckel? Nein. Was ist denn hier oben? Sieht aus, als ob ein Flaschenzug es steuert. Oh, hier ist noch ein Flugzeug. Ich bin ein Superheld mit einem Seil. Du bist ein Mann aus Ton mit einem Seil. Yeah, nehmt euch in Acht vor dem Tonmann. Was machst du denn da? Yeah, nehmt euch in Acht vor dem Tonmann. Der Schaukel. Okay. Wo muss ich denn hin? Zum nächsten Knäuel, direkt vor dir. Da? Ja. Cody, hilf mir! Das bitte. Mach doch einfach, was ich dir sage. Hey, sieh mal, eine Tür. Eine Tür? In einem Baum? Gar nicht gut. Wir müssen in Rosies Zimmer. Du siehst schon, wie weit weg das ist. Ja, ich sehe, wie weit das weg ist. Deshalb müssen wir auch weiter. Ah, vielleicht ist da drin jemand, der uns helfen kann. Dein Ernst? Oh, 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 warte. Was machst du denn? Wer weiß, was da drin ist? Was denn? Das könnte eine Abkürzung zum Haus sein. Ja, aber was, wenn nicht? Was, wenn... Wer hat euch geschickt? Niemand. Wir kommen in Frieden. Wir versuchen, zum Haus zu kommen. Das Haus? Was wollt ihr da? Zu kompliziert zu erklären. Ist das eine Abkürzung oder nicht? Na klasse. Ich sagte doch, das ist eine blöde Idee. Nicht hilfreich. Hilf mir lieber schieben. Es ist zu schwer. Warum muss es auch
ein Glas sein. Wenigstens kann man hindurchsehen. Oh, das macht es besser. Wir sind gefangen, aber die Aussicht ist grandios. Oh. Papa? Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Es ist wichtig. Kennst du vielleicht dieses Buch von Dr. Hakim? Oh, er sagt, dass es wichtig ist, dass man sich verzeiht. Weil dann könnt ihr wieder Freunde sein. Wenn du möchtest, borge ich dir das Buch. Na gut. Du arbeitest. Oh. Entschuldige. So ein bisschen traurig. Cody, geht es dir gut? Ja, es ging mir schon besser, aber alles okay. Arbeitet ihr für die Wespen? Was? Die Wespen? Ihr macht mir nichts vor. Seid ihr hier, um uns zu töten? Was? Euch töten? Wir halten doch nicht für irgendwelche Wespen. Das werden wir gleich herausfinden. Zieh am Hebel. Mit Vergnügen, Boss. Lass mich da nicht raus! Oh, danke für nix. Boss, ich glaube nicht, dass die für die Wespen arbeiten. Und wieso sterben sie nicht? Vielleicht haben sie Superkräfte. Was, wenn sie uns helfen können? Ja, wäre eine Möglichkeit. Abbrechen. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, gerade so. Das war schrecklich. Grauenvoll. Oh. Hey, hey, hallöchen, hey. Mr. Rieseneichhorn. Wow. Nun, ihr wollt zu dem Haus? Ja. Wir können euch dahin bringen. Wirklich? Ihr, das wäre sehr, nett. Unter einer Bedingung. Notici! Die da wäre? Kommt mit. Was? Nee. Jetzt komm, das ist eine ganz blöde Idee. Komm jetzt, Cody. Oh, ich will aber nicht. Wow, die sammeln wirklich einfach alles. Hey, hey, das ist unsere Fernbedienung. Die haben sie geklaut. Diese hinterlistigen Nager. Pech. Da, da sind unsere Familienfotos. Was wollen die denn damit? Weiß ich auch nicht. Hm, wir sehen gut aus. Oh, hey, das ist doch meine Unterhose. Ach, nicht gerade ein Verlust. Oh. Hm. Kann das die schicke Herzchenunterhose. Ja, ja. Enemy Alert! Wespen und Baum! Wespen haben uns im Baum angegriffen und fast alle von uns umgebracht. Ihr zwei müsst sie töten. Was? Wir können doch nicht diese verrückten Viecher töten. Hast du sie noch alle? Nichts für ungut. Keine Sorge. Ihr habt gerade zwei überlebt. Gegen einen ganzen Schwarm sterben wir mit Sicherheit. Deswegen geben wir euch die hier mit. Das Neueste aus meiner Cyber-Haselnuss-Technologie. Den Baum hat Sapscheiki 57. Oh. Oh. In Kombination mit dem Drill Besser X200. Zala! Das nehme ich! Eine Sache noch. Wir haben einen Undercover-Agenten in einem Wespenköniginnen-Roboter eingeschleust. Wie geplant haben die Wespen unseren Roboter für ihre Königin gehalten. Doch anstatt die Wespen auszulöschen, wurde unser Agent von seiner neuen Macht verführt und hat die Seiten gewechselt. Der Roboter-Wespen-König, Königin. Und den Agenten in dem Roboter. Dann helfen wir euch, zu dem Haus zu kommen. Verstanden? Ja, alles klar, aber es gibt doch sicher...